Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Truck Driver. Ja, ich komme hier gerade bei Sven Nordlund an, unserem Holzfäller. Mal schauen, was er für uns hat. Netten Auftrag. Für den müssen wir auch noch einiges an Missionen fahren, für wie genauso wie für David Zung und Iona Funa. Schauen wir mal. Ich würde allerdings sagen, ich drehe erstmal den LKW um. Nicht, dass ich hier wieder irgendwie was auf Zeit machen muss und mir geht diese dann durch dieses Rumrangieren hier flöten. So, dann gucken wir mal. Ein alter Freund oder Auftrag für Mittelstreckentransport. Ein alter Freund. Ich bin froh, dass du hier bist. Die Lage spitzt sich langsam zu. Oha. Ach ja, was ist passiert? Du hast mir klar gemacht, dass ich mich nicht um alles alleine kümmern kann. Aufträge an dich und andere zu übergeben, hat mir die nötige Zeit verschafft, mich auf mein Kerngeschäft zu konzentrieren. Gut zu wissen. Was kann ich dieses Mal für dich tun? Eine Schiffswerft hat eine Ladung Bretter bestellt. Sie werden für die Innenausstattung von Booten benötigt. Bin dran. Danke, mein Freund. Ja, gerne. Einmal zur Bootswerft. Befestige den Anhänger am LKW. Alter, ich sehe gar nichts. Oh, shit. Das wäre mal quasi fast in die Hose gegangen. Ja, noch ein Stück. Sehr schön. Einmal dran. Vielen Dank. Nach Suitbein müssen wir das Ding bringen. Na, herrlich. Ja, dann auf nach Suitbein. Wollen wir mal schauen, dass wir die Bretter da vernünftig angeliefert bekommen. Suitbein ist natürlich jetzt, ja, dann doch ein ganzes Stück zu fahren. Finde ich gut. Einzige, was ich daran nicht gut finde, ist, dass wir dann da übelst in der Pampa hängen und wieder kein Auftraggeber haben in der Nähe. Weil ich sagen muss, kurzen Augenblick. Wie fahren wir denn überhaupt? Da können wir dann direkt da nochmal tanken gehen. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt. Weil tanken müsste ich eigentlich auch. Suitbei. Ach ja, genau, das ist hier. Bäh. Ja, das ist doof. Naja, gut, okay. Egal, fahren wir. Wir fahren jetzt erstmal tanken. Wobei andererseits, Moment, ist in Suitbei irgendwo eine Tankstelle gewesen? Oder irgendwo in der Nähe? Nein, natürlich nicht. Nee, dann müssen wir doch hier tanken. Auf jeden Fall. Besser ist das, sonst stehen wir dann nachher wieder auch in der Sprit irgendwo und dann muss ich wieder sinnlos irgendwie über die halbe Map fahren. Wenn wir jetzt hier eh schon an der Tankstelle vorbeikommen, dann sollten wir hier auch nochmal voll machen. Weil mehr Leistung im Motor und verbraucht natürlich auch mehr Sprit. Nee, muss nicht unbedingt sein, aber könnte sein. So, Kollege, machen wir voran da. Alter Schwede, wie dumm. Ich sag mach mal voran und die klatschen da voll ineinander. Ja, moin, alles klar. Gott, nein, ey. Ernsthaft, ey. Hat immer völlig gar nicht interessiert, so mal zu bremsen. Nö, immer auf drauf. Volles Programm rein damit. Tankstelle, das wird eng hier. Ich glaub, da, ja, ne? Tankstelle, das war richtig eng.
Ist die Zapfsäule da? Komm ich da rum? Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Auf geht's. Ach nee, die dummen NPCs. Was will man dazu sagen? Ne? Was ist das hier eigentlich für eine Firma? Sieht aus wie eine Straßenmeisterei oder sowas. So, ab zur Schiffswerft. Jetzt kommt hier so ein Stussi nochmal rausgeflogen. Ja! Digga, ist das dein Ernst? Ich sag's gerade noch und da knallt der da voll davor, ey. Du bist ja mir, ey. Boah, ernsthaft, Junge, was seid ihr für gestörte Leute, ey? Das ist Pech gehabt. Fahrerflucht ab. Fahrerflucht weg hier. Hat keiner gesehen. Hat auch keiner mit seinem Smartphone aufgenommen. Ah, wie, ey, weißt du, der sieht doch, dass ich da lang fahre. Wie... Also ein bisschen Intelligenz in die NPCs reinprogrammieren oder reinzufixen. Sorry, tut mir leid, das muss doch, ey, bitte echt gegeben sein. Das ist doch nicht normal. Ich meine, das ist ja genau so, genau die gleiche Situation gewesen wie der NPC oder die beiden NPCs, wo wir da gerade zur Tankstelle gefahren sind. Genau der gleiche Mist. Er kachelt einfach so auf Autobahntempo aus dieser Ausfahrt da raus, denkt gar nicht darüber nach, irgendwie mal ein bisschen zu bremsen oder vielleicht mal zu gucken, ob da jemand kommt. Nein, klatsch voll in den anderen NPC da rein. Und der genauso, der kommt mir entgegen, er sieht, dass ich gerade ausfahre und was macht er? Er zieht einfach eiskalt rein. Jetzt gäbe es kein Morgen mehr, jetzt hat ihn doch gar nicht interessiert irgendwie. Na, ganz im Ernst, also ein bisschen Realismus kann man da doch schon walten lassen. Das muss doch möglich sein. Diesen blöden Grafik-Bug hier, der immer wieder auftaucht hier in meinem Spiegel. Das hört man ja, ich weiß gar nicht, ob man das in der Videoaufnahme dann am Ton auch hört, dass er dann mal ganz kurz für diesen Moment auch aus ist. Das könnte man auch mal fixen. Und langsame NPCs könnte man auch fixen. Alter, fahr doch mal. Komm hier, freie Fahrt, auf geht's. Gut, das war eine Kreuzung zu tun, aber naja, gut, okay, das kriegen wir hin. Komm, fahr du wenigstens auch mal vorwärts. Was auch gefixt worden sein soll wohl, ist, dass diese Lieferwagen an den Kreuzungen die Räder nicht mehr so quer stehen haben. Bin ich immer gespannt. Wäre nicht verkehrt vor allen Dingen. Vor allem, wenn man da lang fahren will und dann steht da einer und hat die Reifen auf halb neun stehen. Haben die auch irgendwie farblich irgendwas gefixt, ey, beim Schießen. Komm, Digga, fahr! Mach hin. Ich hab hier Zeitdruck, weißt du? Zeit drückt. Die schiebt quasi von hinten an, deswegen komme ich den Berg hier so schnell hoch. Mach vor. Nein! Du sollst vormachen, nicht bremsen, du Arsch.
für dich sein. Geht mir einer hinten tierisch auf den Sack im Kofferraum. Mal kurz an die Bremse tippen. Dann hast du Platz nach hinten. Das fährt ja auch noch hier rein, weißt du? Sweet Boy! So, jetzt müssen wir mal gucken, wo die Schiffswerft ist. Waren wir da schon mal? Weiß ich gar nicht. Könnte sein, muss aber nicht. Klingt komisch, ist aber so. Haha. Achso, hier bremst du, ja? Das interessiert, hier interessiert euch das nicht. Dass wir hier. Ach, das ist die Schiffswerft da hinten. Okay. Doch das mit dieser engen Einfahrt, glaube ich, ne? Ne, doch nicht. Ah ja, hier waren wir doch. Ja, also relativ enge Einfahrt, das geht ja. Aber... Was? Warte. Sehr schön. Das passt auf jeden Fall. Jetzt weiß ich auch schon mal, dass das hier eine Schiffswurst ist. So. Zack, 70, 80, 90, 100. Tada! Abgeliefert! Nur kurz zur Info, ich warte gerade darauf, dass sie den Anhänger entladen und komme dann zurück. Danke, dass du mich auf den Laufenden hältst. Ach, krass. Ach, da hinten. Ich wollte gerade sagen, ich sehe ja hier gar nichts, was hier entladen wird. Also der einzige Nachteil von dem LKW ist echt der Wendekreis. Der ist halt ein bisschen groß. Aber gut, ja, mein Gott. Gewöhnt man sich dran. So, steht der Hänger. Taucht mal im Spiegel auf. Vielen Dank. Das ist nur ein ganz kleiner Punkt, ne? Jetzt. Oh, jetzt zeig fertig. Bist du dran? Dran. Sehr schön. Ja, mit dem neuen Bügel vorne dran, das sieht auch geil aus irgendwie, ne? Würde ich sagen. Das gefällt mir schon. Oh ne. Wollte ich nicht. Ja, auf geht's. Wieder zurück nach Pine Creek. So, wir haben 19.03 Uhr, so langsam können wir das Licht wieder anmachen. Vielleicht sieht uns dann auch jemand. Da der jetzt nicht gerade. War das wieder ein weiblicher NPC? Ich konnte jetzt noch nicht mal. Oder für mich, ich habe zu spät drauf geachtet. Das würde ja bedeuten, hier gibt es auch weibliche NPCs. Nicht nur in... Wo war das? In Nord... Nein, nein, nein! Alter, hat der gute Bremsen, der LKW. Junge, 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 Junge. Aber ich muss sagen, der LKW hat wirklich gute Bremsen. Mit jedem anderen LKW wäre ich ja jetzt schon längst wieder reingeklatscht. Weil der Kollege einfach wieder meint, ja, ich fahre einfach mal, egal ob dein LKW kommt. Der hat bestimmt gedacht, so, der hat eine leere Ladefläche, also kann er auch easy bremsen. Digga, dein Glück, dass ich das kann. Genau, bieg mal hier rechts ab. Das ist nur besser für dich. Und auch vor allen Dingen für mich. So, auf geht's, ab nach Hus, oder vielmehr ab nach Pine Creek. Dann können wir bei dem auch direkt nochmal einen neuen Auftrag annehmen. Wenn wir schon mal einmal dann wieder bei dem sind.
Oder der kommt jetzt an, so von wegen, ja, ich habe hier noch was los. Das kann natürlich auch sein. Egal, sehen wir dann, wenn wir da sind. Da war schon wieder dieser Grafikbug da im Spiegel. Wenn wir dieses kurz aufflimmern. Ich bin auch gefragt worden, stimmt, da wollte ich auch noch drauf eingehen. Ich weiß gar nicht jetzt mehr, wer es war. Wie sich das hier mit dem Lenkrad verhält. Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage, ja doch, ich glaube, eher im Kommentar habe ich es beantwortet. Wollte ich aber auch noch mal im Video beantworten. Das stimmt, da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht. Sorry dafür auf jeden Fall. Vielen Dank auch für deine Frage. Ja, es lässt sich, generell lässt sich das echt geil fahren. Also ich fahre das, beziehungsweise ich habe es hier mit dem Trustmaster T300 RS gefahren. Lässt sich echt cool fahren, das macht echt Spaß. Allerdings, was mich halt stört daran ist, man muss halt den Controller immer wieder am Start haben, damit du hier nach links und rechts gucken kannst. Und ja, ich habe das anfangs, ich glaube in den ersten zwei oder drei Folgen habe ich das gemacht. War aber nicht so der Hit, also es ist mir dann nachher nur noch auf die Nerven gegangen, wenn ich dann an jede Kreuzung ranfahren oder rangefahren bin und musste dann schnell zum Controller greifen. Man muss da nichts drücken oder so, man kann dann direkt mit dem Controller weitermachen. Nur damit ich mich so nach links oder nach rechts umgucken konnte, damit ich sehen konnte, ob da so ein Intelligenzbestie von NPC da angeflogen kommt. Und ja, das, wie gesagt, das ist mir dann hart auf die Nerven gegangen auf Dauer und habe dann mir gedacht, naja, gut. Spielst du es mit dem Controller weiter, weil es geht ja auch. Es lässt sich echt easy mit dem Controller steuern, finde ich. Das Ganze. Also von daher kann ich mich da nicht beschweren. Halt, scheiße. Nee, Moment, Leute, wir machen mal eben ganz schnell was anderes. Die Zeit muss sein. Ah, Moment. Ah, nein, ich habe hier den Anhänger dran. Scheiße. Ich habe ihn völlig vergessen. Das Idiot. Das sieht ja geil aus. Wir müssen schlafen, sehe ich gerade. Jetzt habe ich hier voll die ganze Zeit gelabert. Was natürlich auch gut ist, aber wir müssen pennen, wie ich gerade sehe. Entschuldigung. Sollten wir machen, sonst sind wir in 5 Metern gleich wieder. Du bist müde, geh mal schlafen. Und dann müssen wir es eh machen, wenn wir schon einmal hier sind. Machen wir das eben schnell. Zack. So, einmal Motor starten bitte. Ist das Licht noch an? Ja. Auf geht's. Zurück nach Pine Creek. So. Ja, und wie gesagt, auf jeden Fall ist das da mit dem Lenkrad, also zu fahren, wie gesagt, macht das echt Spaß. Das ist echt easy, das ist, man kann auch die Spur schön halten. Das ist mit dem Controller natürlich ein bisschen schwieriger, man muss halt immer so ein bisschen nachkorrigieren beim Lenken. Aber halt, mir war wichtiger, dass ich mich nach links und nach rechts umgucken kann, ohne dass ich das ständig dann immer umgreifen musste. Und ich glaube, das ist einmal der Hauptgrund. Und ich glaube, ich habe das auch direkt umgestellt, weil ich einmal zu faul war, das Lenkrad anzuschließen. Hab mir gedacht, ja komm, machst du eine Folge mit dem Controller. Und da ist mir dann dieser immense Vorteil halt, das Umgucken ist aufgefallen. Und, oder wurde mir da so richtig bewusst, wo ich mir gedacht habe, okay, komm, mach so, passt. Also ich hoffe, ich konnte dir da auf jeden Fall schon mal behilflich sein. Oder deine Frage beantworten können. Sorry, dass ich das erst so spät mache. Das fiel mir gerade erst wieder ein. Ich hatte nämlich jetzt vor der Folge noch nicht in die Kommentare geguckt, wenn ich nicht mehr. Oder mir nicht mehr die Kommentare in Erinnerung geholt. So, da haben wir den leeren Anhänger dann wieder hier zurückgebracht. Sehr schön. Nice. Wo soll das gute Ding hin? Da.
steht. Ja. Hey Sven, der Besitzer übermittelt seine Grüße. Du hast Dimitri also kennengelernt. Ja, interessanter Mensch. Seid ihr alte Freunde? Schon, wir sind früher oft zusammen angeln gegangen. Und, was ist passiert? Wir haben uns über die Jahre hinweg einfach aus den Augen verloren. Ich sprich noch immer sehr gerne über dich und die guten alten Zeiten. Vielleicht sollte ich ihn die Tage einfach mal anrufen. Ja, auch das solltest du tun, ganz ehrlich. Ja, warum nicht? Ihr habt einiges zu besprechen. Was würde ich ohne dich machen? Mission abgeschlossen. 1194 Euro. Aber auch hier muss ich sagen, solltest du auf jeden Fall tun, weil, ne, ich sag's immer wieder, sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und ich möchte aber jetzt mal wissen, wer ist Dimitri? Dimitri hört sich an, als hätten wir einen neuen Kunden. Haben wir nicht. Es gibt keinen Dimitri in der Liste. Das finde ich schlecht. Charlie Dover, André Funa, Indiana Funa, Sven Nordlund, David Zung, Mary O'Sullivan. Die. Wo ist die denn? Ach, hier oben in Osterbay. Die Olle, die brauchen wir noch. Wie kriegen wir die denn? Was macht die? Cowboy, irgendwas. Also ich denke mal. Ist da oben eine Ranch oder was? Ich denke mal irgendwie hier, Tiertransport vielleicht oder was? Ich weiß es nicht. Der Typ, der nervt mich hier, ne? Northern Plains, ey. Naja, egal. Ich würde sagen, wir fahren nochmal eine Tour für unser Kollegen hier. Weil wenn wir schon einmal hier sind, dann sollten wir das auch tun. Allerdings würde ich sagen, sollten wir das erst in der nächsten Folge tun. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gerne mal einen Kommentar da lassen, ein Däumchen nach oben. Und ja, wenn ihr gerne da oder wenn ihr dabei bleiben wollt auf dem Kanal, gerne ein kostenloses Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bedanke mich nochmal. Bis demnächst. Ciao, ciao.